willkommen in Deutschlands Sender für die warmen Gefühle jetzt in dieser kalten Jahreszeit, meine Damen und Herren. Vielen Dank, es ist endlich soweit. Ich habe viele Tage jetzt darauf gewartet, wieder diese Geste auspacken zu können, Jahr für Jahr. Und vor allem, es ist kalt geworden, oder? Es ist kalt geworden. Wir in Deutschland haben ein neues Thema. Diese Temperaturen, die wahrscheinlich ab übermorgen arktisch genannt werden. Es ist unglaublich kalt, oder? Übrigens, draußen ist es schon fast so kalt wie hier im Studio. Ja, es ist so kalt, als ich am Samstag über den Weihnachtsmarkt gebummelt bin, über mehrere Weihnachtsmärkte, bin ich kurz reingegangen in eine Kneipe und habe mich am Kellner aufgewärmt. Einfach einmal anfassen, ja? Haben Sie mitbekommen, unser Bundeskanzler war gestern sehr böse, Gerhard Schröder. Er hat sinngemäß gesagt, wenn hier einer glaubt, dass er es besser macht als ich, bitte. Ja? Es gab ein Machtwort, wieder mal das 42. in dieser Woche. Und der Kanzler hat darauf hingewiesen, es war er, der die Wahl gewonnen hat, nicht die SPD. Es war auch er, der die Wahl derzeit wieder auf 28% gebracht hat. Er war es. Dann, wer will auch Politiker werden? Dieter Bohlen. Ja, das ist neu. Ich dachte bisher, er will Sänger werden. Umgekehrt plant ein Politiker den Einstieg ins Showgeschäft. Wer? Wolfgang Thierse bei der Kelly Family. Hey, Mozart and the Ice Cube Band. Heute Abend, meine Damen und Herren, haben wir einen großartigen Gast, die sehr selten bei uns zu Gast ist. Sie war das letzte Mal hier, das einzige Mal und letzte Mal am 18. Juli 1997. Skandalös. Skandalös. Über 5 Jahre. Und warum ist sie nicht hier? Weil, ich habe schon mehrfach gesagt, eine der besten Schauspielerinnen Deutschlands, wenn nicht überhaupt die beste. Ja. Absolut. Ja. Absolut. Internet braucht sich vor niemandem zu verstecken. International. Ja, eine großartige Schauspielerin und jetzt hat sie zum ersten Mal als Regisseurin einen Film gemacht. Der Film heißt Jeans und das Tolle ist ja, das komplett auf die eigenen Beine gestellt. Geld selber aufgetrieben, ja. Regie getrieben, Drehbuch gibt's nicht. Nee. Ja gut, das kennen Sie von vielen Serien, aber hier ist es sozusagen Teil des Konzepts. Heute Abend bei uns eine großartige Schauspielerin, Nicolette Krebitz. Danke, Sven. Danke. Das ist übrigens mein neues Hobby seit dem Wochenende. Kennst du mein neues Hobby seit dem Wochenende? Nein, Harald, was ist dein neues Hobby seit dem Wochenende? Gut, dass du mich nach meinem neuen Hobby seit dem Wochenende fragst. Mein neues Hobby seit dem Wochenende ist Reden wie Vater Borro. Aus der ARD-Erfolgsknaller-Serie Das Schwarzwaldhaus 1902. Ich habe leider nicht gesehen. Nie gesehen? Haben Sie das mal gesehen? Haben Sie das mal gesehen? Hallo! Sind Sie heute früh aufgestanden, heute Morgen? Ja. Sehr, schon ein bisschen müde. Ja, Vater Ismail Borro. 6 Millionen Zuschauer wieder die letzte Folge. Ja, gestern Abend noch, kaum, dass die Familie Borro im Schwarzwald raus war, waren sie schon bei Beckmann. 3,7 Millionen Zuschauer. Beckmann gestern Abend alles wieder platt gemacht. Das ist ja der Hammer. Ja, der absolute Hammer. Und es war so erfolgreich, dass die ARD die nagelneue Serie gleich an Heiligabend wiederholt. Genau. Ja. Vater, Stück, oder? Heiligabend am ersten meiner zwei Tage und dann, glaube ich, nochmal. Ich glaube, Heiligabend, 2 Folgen am Stück. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. Und jetzt plant die ARD schon wieder eine neue Sache und das ist von 0 auf 42. Genau. 10 unsportliche Leute sollen für den New York Marathon fit gemacht werden. ARD, hoffentlich seid ihr da gut versichert. Da kann manches schief gehen. Und Vater Borro, für mich der Held dieser Serie. Ja, wie spricht er denn jetzt? Ja, es ist schwer. Er spricht so, wir hätten noch schönes Wetter brauchen können. Schade, jetzt ist das ganze Heu nass. Ja. Komm, komm, weil das Schwein wollte nicht aus dem Gatter. Ja. Komm, komm,
Meine Lieblingsszene, was war meine Lieblingsszene im Schwarzwald 1902? Harald, was war deine Lieblingsszene? Weißt du es? Weißt du es? Wissen Sie, darf ich mal um Handzeichen bitten, wer hat das gesehen? Das sind relativ wenige. Dafür, dass es 6 Millionen Zuschauer hatte. Meine Lieblingsszene war, als die eine Tochter, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, darauf hingewiesen hat, dass natürlich im Schwarzwaldhaus, denn alles spielt zu 1902, es ist alles wie 1902, auch Tampons verboten sind. Und da saß die Tochter von Vater Boro, ich gehe mal einkaufen. Sie hat sehr gelitten, dass sie keine Schokolade kaufen durfte im Supermarkt. Gab es damals nicht. Also nicht zu kaufen. Ja. Und sie saß da und hat gezeigt, dass sie keine Tampons benutzen durfte, denn sie hatte ihre unreine Zeit, wie es 1902 hieß. Klar. Und hat dann eine ungefähr so lange Binde gezeigt. Benutzt. Gezeigt. Frisch. Einfach nur mal gezeigt. Gezeigt, ja. Und dann haben die Frauen Unterhosen bekommen. Eigentlich war das nicht zulässig, weil es gab damals keine Unterhosen für Frauen. Ja. Wieso, was denn? Nichts. Mehrere Röcke übereinander. Ach echt? Ja. Weil, überleg mal, denk mal an die Grastrommel von Günter Blech. Oh ja. Standardwitz, Standardwitz. Wenn es ein bisschen zählt, am Anfang immer mal den Spruch rein, die Grastrommel von Günter Blech. Ja. Du weißt doch, am Anfang. Klar, unter die Röcke und noch. Unter die Röcke. Und, ja. So, und, aber die Frauen haben gefroren im Schwarzwaldhaus, da hat der Südwestrundfunk ihnen Unterhosen genehmigt. Super. Die waren aber hinten zum Aufknöpfen für den Stuhlgang. Klar. Ja. Hat er auch gezeigt, die Tochter. Da waren so Knöpfe dran, weil man konnte nicht alles ausziehen. Ja, ich gehe Vater Boro. Schauen Sie mal, wie die Tagelöhner schön gemäht haben und bei mir. Oh. Muss die Suppe gemacht. Muss der Suppentopf zugebunden werden, weil ich muss uns hochtragen auf die Alm. Geil. Ja, und sie haben Butter. Das war auch, da hat mir auch gut gefallen, als sie Butter gemacht haben. 2 Stunden, ja. Und dann sah es aus wie aus dem Autoreifen rausgekratzt. Ja, warum haben sie ihn einfach weggelassen? Vater Boro, welches Bier trinkst du heute? Ist das Bier von 1902? Nein, nein. Das ist natürlich nicht von 1902. Ja. Das Bier ist von heute noch bis März gültig und auf den super Franz-Münte-Ferien trinke ich ein Franz-Josef-Jubelbier. Fantastisch! Münti! Hast du im Spiegel gelesen, was einzelne Grüne über Franz Münte Ferien mutmaßen? Nein, ich habe befürchtet, dass es gleich wieder negativ ist. Ich habe sofort überlesen, weil ich möchte nichts mehr Negatives über Münti lesen. Was steht da drin? Ob ihm eine Betonplatte auf den Kopf gefallen ist. Sagen Grüne über Münti? Ja, wieso weißt das du, was denn? Die über Olaf Scholz sagen? Nein. Der wäre ein Proletenrüpel. Ja, wieso das denn? Ja, ich verstehe das auch nicht. Die Grünen, dabei mag ich die Grünen so seit dem Wochenende, weil sie es geschafft haben, mal wieder durchzudrehen. Ja? Claudia Roth hat sie extra, das war, glaube ich, eine alte Zunge aus dem Charlie Chaplin-Stiefel, oder? Das Gesicht, ich meine, auch Fischer muss viel, das muss man auch sagen, was dieser Mann, der hat es auch nicht einfach. Ja. Stell dir vor, du sitzt da und dann hast du irgendwie Irak und dann hast du irgendwie UNO und dann kommst du und dann siehst du deine Parteivorsitzende, hat hier oben wieder einen schwarzen Lappen drauf. Ja? Und wie sie happy hingern und sich, ich danke, dass ihr mich abgewatscht habt, super, ich liebe euch alle, ja. Und dann, muss man sagen, haben die zwei rausgekramt, die wirklich nicht mehr damit rechnen konnten, dass sie in diesem Leben noch mal gebraucht werden. Ach, wieso? Also bitte. Ja, so Bütikofer, entschuldige mal. Bütikofer ist doch ein Star. Gut, Frau Bär mit der Zündschnur hinten dran. Aber. Ja, Frau Bär mit der Zündschnur. Und frisch verliebt auch bitte in ein UNO-General, glaube ich, ja. Aber Bütikofer hat doch zumindest, was den Haarschnitt angeht, schon sich aus der aktiven Politik verabschiedet, oder? Ja, aber oder? Das ist doch irrelevant für die Politik. Bitte? Der ja, doch, er muss ja jetzt auch öfter wieder zu Christians und so weiter. Da muss schon ein neues Styling her als Büti. Oder? Die beiden wurden es dann. Ja, ich finde das toll. Ja, das wird, glaube ich, die Partei sehr nach vorne bringen. Büti und Beri. Ja, Büti und Beri. Sie sind auch nicht im Bundestag, die beiden, oder? Naja, sonst ginge das ja auch nicht. Ja, Trennung von Amt und Mandat. Eben. Gut, Grüne, behaltet euch dieses Unkonventionelle bei. Wirklich, lasst euch nicht von eurem Außenminister einschüchtern und so weiter. Richtig mal schön durchdrehen. Lange reden, ich habe es auch Phoenix lange gesehen. Kommen auch wieder Frauen ohne Stimme hoch. Und was mir wichtig ist, ja, ich dachte, alle gibt's schon gar nicht mehr. Doch, da sind sie. Eigentlich muss noch Vater Boro in die Grünen rein, finde ich. Ich würde mal vorschlagen, alle helfen mit beim Heu machen. Und er hatte so einen Hut auf, ja. Also mit so einer Krempe. Mhm. Und sah gut aus. Ich schaue das alles jetzt.
was der Südwestrundfunk macht. Das wird fantastisch. Diese ja, neuen, ist auch großes Fernsehen. Ja, von 0 auf 42, das wird toll. Ja. Ungeübte Marathonlauf. Wir haben zwei Orthopäden unabhängig voneinander gesagt, kompletter Wahnsinn, Marathonlauf zu machen. Absoluter Horror für die Gelenke. Ja, einmal im Leben ist es so. Einmal im Leben. Heute, meine Damen und Herren, waren die Nachrufe in der Zeitung einer der Unbeugsamen des deutschen Fernsehjournalismus ist vor wenigen Tagen gestorben, Gerhard Löwenthal. Genau. Und das muss man sagen, Gerhard Löwenthal war zum Beispiel jemand, der für mich auch prägend war in meiner Jugend. Na klar. Als ich Kommunist war, als ich Black Panther-Bewegung war, als ich Mao-Anhänger war, als ich sozusagen alles getan habe, was man als Revoluzzer gemacht hat. Lange Haare, Moped frisiert, alles hatte ich. Ja. So. Und da war immer Mittwochspflicht Gerhard Löwenthal, ZDF-Magazin. Man war nie seiner Meinung. Genau. Aber man muss heute sagen, nach, weiß nicht, 30 Jahren oder so, er hat recht gehabt. Er hat gewarnt. Er hat gesagt, der Kommunismus wird zusammenbrechen, die DDR ist eine Diktatur. Und das Charakteristische beim ZDF-Magazin war immer diese Titelmusik, die hier. Kanzler Schröder von Moskau bezahlt. Müntefering. Wer war auf die Betonplatte? Ja. Bütikofer. Aus dem Gulag in die Verantwortung. Oh. Und? Das ist genommen. Ein berühmter Komponist Witold Lutoslawski. Ich kannte ihn mal wieder nicht. 1913 ja. bis 1994, richtig. Er hat das komponiert. Man kann eigentlich schon sagen, ein Klassiker der Moderne, das ja. ist der Komponist, der diese Melodie komponiert hat. Bitte? Was anderes komponiert? Ganz viel. Der hat viel. Ich glaube, er hat auch Opern komponiert. Ja, ja. Ich weiß nicht. Das ist ja nur ein kleines Stück, das ist so ein Allegro Molto. Ein Allegro Molto aus Symphonie. Ja, absolut. Schön. Bisschen wie der weiße Hai. Der weiße Hai. Ich muss ja, das Heu reingeben. Boro. Boro ist ein toller Name. Die Boros. Ismail Boro heißt der Vater. Ja. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Geschenk. Und dazu brauchen Sie weder Heu einzufahren noch sonst irgendwas, sondern unser Adventskalendersäckchen Nummer 10. Heute für einen Herrn. Ja. Nicht unbedingt. Ich weiß, was es ist. Ja. Es ist auch was für eine Dame. Aber nur für bestimmte Damen. Tja, das macht es schwierig. Und ja, wieso nur für bestimmte Damen? Das kann man so auch nicht sagen. Mit naja, schon. Bestimmten Stil halt. Richtig, die einen bestimmten Stil haben. Ja. Ich sag mal, Stichwort George Sand. Bitte? George Sand. Ach so, George Sand. Also eher so die männliche Variante. Nein, nicht die männliche Variante, aber sozusagen... Weltoffen. Weltoffen, nieder mit der Konvention. Ja. Zwischen George Sand und Veronika Ferres. Oh, ja, gut, ja. Da ist viel Platz, meine ich. Ja, ja, absolut. Eine Dame, ein Herr, für unser Geschenk Nummer 10. Aber wenn Sie eine Frau sind, sollten Sie eine Frau sein, die die Regeln bricht. Die sie kennt, um sie zu brechen. Genau. Die neue Regeln aufstellt. Ja. Ja. Als Mann können Sie sein wie immer. Ja. Wer möchte das Geschenk heute Adventskalendersäckchen Nummer 10 haben? Ja, die Dame mit der Brille könnte es sein. Ja, kommen Sie bitte nach vorne. Die Dame mit der Brille. Herzlich willkommen. Waren Sie schon mal hier? Ja. Nehmen Sie Platz. Danke. Wo, ganz warm, wie Sie heißen? Vivian Schmitter. Vivian Schmitter. Wo kommen Sie her, Frau Schmitter? Aus Hamburg. Oh, extra wegen der Show angereist? Extra wegen der Show. Schau mal an, Frau Schmitter, extra wegen der Show aus dem noch kühleren Hamburg als hier? Etwas. Ja, und Frau Schmitter aus Hamburg, was machen Sie beruflich? Ich bin Kostümbildnerin.
Ah, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Kann ich Sie mal in einem Fernsehbericht gesehen haben? Oder so? Glaube nicht. Hier waren Sie noch nie? Nein, ich war noch nie hier. Wofür bilden Sie Kostüme? Ich mache Serien fürs ZDF. Ja? Ich jetzt, zu welche zum Beispiel? Jetzt habe ich gerade eine Rosamunde Pilcher im Frühjahr gemacht. Dann habe ich viel für Markus Drewitsch gemacht. Ja? Waren Sie mal auf dem Fernsehpreis? Ja, da bin ja, ich. Ja, da habe ich Sie gesehen wahrscheinlich. Das kann durchaus sein. Rosamunde Pilcher, muss man auch sagen, sensationell ja, erfolgreich, bitte. Ja. 2 Millionen Zuschauer mehr am Sonntag als Schimanski. Na klar. Warum? Schöne Menschen, tolle Drehorte, Südengland, Happy End. Ja, oder nicht? Ja, so ist es. Ich habe noch nie einen gesehen, aber... Wieso? Ich sehe es ja beim Zeppen. Ich sehe es ja beim Zeppen. Ja, ja. Ja. 8 Millionen Zuschauer. Das heißt, Sie arbeiten als freie Kostümbildnerin? Ja, freie Kostümbildnerin. Da sind Sie ja sozusagen wie geschaffen für das Geschenk. Ja. Ehrlich, ja. Ja, ich glaube, dass es für Sie eigentlich relativ Standard sein dürfte. Oh. Für eine andere Frau vielleicht schon relativ unkonventionell, aber für Sie wahrscheinlich... Was ist das nächste Projekt, das Sie machen? Ich habe noch kein neues Projekt. Also es geht dann Anfang des Jahres wieder, dass neue Dinge kommen. Ja. Und dann werde ich meistens angerufen, entweder durch einen Regisseur oder durch meinen Produzenten. Ich bin absolut frei. Danke. Und die Schauspieler ziehen ja, das an? Ja, da habe ich auch einige. Ich mache viel mit Evelyn Hamann. Die gesamten Specials mit Evelyn Hamann habe ich alle gemacht. Und die sind auch alle umgänglich oder zickig? Viele zicken ja und reden dann mit. Glauben, bei Mode könnte jeder mitreden. Mitreden tun sie alle, auch die ganzen Mitarbeiter. Ja. Kleidung ist ein Thema, wo jeder glaubt, etwas sagen zu können. Und dann hilft nur eins. Durchziehen, oder? Ja, es ist sehr viel Psychologie auch. Ja, absolut. So, na, nun bin Frau Schmitter, jetzt sind wir aber gespannt, wenn Sie das bitte rausholen wollen. Ja. Das Tolle ist ja, Sie können auch gleich ein fachmännisches Urteil geben, ein ja, fachfrauliches. Vielleicht. Ja, vielleicht. Soll ich schon mal... Mit, machen Sie es auf. Oh, das ist ja... Die Tüte würde schon mal gut in die ZDF-Serie reinpassen, ja, oder? Ja, die ist wunderbar. Ja. Ich mache nicht nur ZDF-Produktion, ich bin also völlig frei. Sie arbeiten in erster Linie mit dem Produzenten und der macht dann den Vertrag mit dem Sender. Also meistens die Produzenten. Na, das sieht ja also ganz... Ja. Nicht sehr... Oh, das ist wirklich was Tolles. Manschettenknöpfe. Tragen Sie Manschettenknöpfe? Ich habe witzigerweise gerade welche geschenkt bekommen, und zwar Fliegen von einem tollen Goldschmied in Hamburg. Aber diese sind auch wunderschön. Gefallen ich Sie habe Ihnen? Eine Bluse mir machen lassen, extra für Manschettenknöpfe. Als hätte ich es gern. Ja, aber wirklich. Ja. Toll. Fabelhaft. Ja. Da freue ich mich also sehr. Sie werden, die sind ja auch relativ neutral oder sachlich gehalten. Sehr teuer, ne? Die waren sehr teuer. Da minimalistisch. Achtet ja. Da achtet Herr an, trag auf, dass sie sehr teuer ja, sind. Ja, das ist wunderbar und wahrscheinlich ein guter Juwelier. Mir sagt der Name leider nichts. Nein. Nein. Aber seit 1896. Seit 1896, das schaffen auch nicht mehr viele. Kölner Juwelier. Das ist ja, das ist ja schon das ist ja 16 Jahre vor dem Schwarzwaldhaus. Ja. Nein, 6 Jahre. Vater Boro hätte mit denen gar nichts anfangen können. Haben Sie das Schwarzwaldhaus gesehen? Nein, aber gestern Abend habe ich die Familie bei Beckmann gesehen. Übrigens auch modisch sehr interessant, diese Zeit. Ich werde mir das ansehen. Ich habe ja gehört über Weihnachten die Unterhosen und das interessiert mich sehr. Die Unterhosen könnten Kult werden, hinten zum Aufknöpfen und so. Also man kann der nächste Karneval kommt bestimmt. Ja. Ja? Wunderbar. Frau Schmitter, viel Spaß. Vielen Dank. Schöne Feiertage, kommen Sie gut zurück nach Hamburg. Dankeschön. Frau Wiegand-Schmitter. So. Nicolette Krebitz heute bei uns zu Gast und viele Sender ziehen um in diesen Tagen. So ist es. Das finde ich auch toll. Deutschland wurde ja bisher schlecht geredet bis gestern, ab jetzt ist der Optimismus ausgebrochen. Ja. Jetzt geht es nach vorne, Standorte werden nicht mehr gehalten, sondern verlegt. Zum Beispiel zieht MTV um von München nach Berlin. Aber das Tolle ist, Oder nach Hamburg? Ah, nach Berlin, du hast recht. Ja, nach Berlin. Hamburg, nach Berlin. Ja. Natürlich. Aber das Tolle ist, unser befreundeter Sender Viva, der sozusagen... Tausende von jungen Moderatorinnen und Moderatoren castet, damit sie hier bei uns zu Gast sein können. Genau. Und wir sagen können, wie bist du zu Viva gekommen? Ja, ich war mit meiner Mutter in der Eisdiele und da kam so ein Typ und so und bums, schon habe ich eine Show bei Viva. Viva zieht in unsere unmittelbare Nachbarschaft, aber das ist noch nicht alles. Hier in Köln-Mülheim entsteht sozusagen ein Medienzentrum. So ist es. Allererster Güte, organisch gewachsen, nicht durch irgendwelche Fonds, oder staatliche Mittel, gefördert. Das gibt es auch in Köln. Da steht leer draußen, das Kolonium. Genau. Ja? Nein, hier Marktwirtschaft pur. Und wir haben das einmal hier
für Sie, unsere Kollegen aus der Werkstatt, haben wir wieder ein, schauen Sie, ein Top-Modell hier aufgearbeitet. Absolut maßstabsgetreu. Das hier ist Köln Mülheim. Ja? Das alte Felten- und Guillaume-Gelände zumindest. Richtig, das alte Felten- und Guillaume-Gelände. Und Felten- und Guillaume-Gelände werden vielleicht die Älteren von Ihnen noch kennen. Eine anständige deutsche Kabelfirma, Radfirma. Riesengroße Kabel, Rollenlagen hier um. Die Firma gibt es mehr oder weniger nicht mehr. Oder nur noch stark reduziert. Ich weiß nicht, ein Teil gibt es, glaube ich, noch. Ganz kleine Restbestände. Ja. Die Geschichte von Felten und Guillaume. Felten und Guillaume hat früher zum Beispiel Brücken gemacht. Hier also in Köln, die Mülheimer Brücke. Die Brücke, oder nicht nur die Brücke, also die Mülheimer Brücke, ja. Die Severinsbrücke. Felten und Guillaume. Diese, Felten und Guillaume. Und diese Brücke, Fehmarnsundbrücke. Felten und Guillaume. Bist du schon mal drüber gefahren? Vogelfluglinie. Nein, bin ich noch nie drüber gefahren. Puttgarden, Dänemark, Felten und Guillaume. Genau. Und das Allertollste, das Kabel, das Telefonkabel, das unter dem Atlantik zwischen Europa und Amerika läuft, Felten und Guillaume. Ganz genau. Ja. Und das Kabel, das erste, was zwischen Deutschland und Afrika lief. Felten und Guillaume. Wurde dann durchgeschnitten und dann haben sie die Kolonien verloren, weil der in Afrika darauf gewartet hat, dass in Berlin einer anruft. Historisches Gelände. Ja? Und der weltweit wichtigste und bekannteste Mitarbeiter von Felten und Guillaume, natürlich Fred Fußbräuch. Aber hier das Foto. Ja. Fred Fußbräuch, langjähriger Felten und, hat aber nie Guillaume gesagt, sondern Guillaume. Felten und Guillaume. Felten und Guillaume-Mitarbeiter. Das war das alte Gelände und das hier ist jetzt sozusagen das Mediengelände der Zukunft. Ja? Hier ist zum Beispiel unser Studio. Das ist unser Studio. Hier kommen die Zuschauer rein. Kann man das hier, das können wir mal drauf machen. Hier, das ist das Schildchen. Das hier ist unser Studio. Das hier ist die berühmte Schanzenstraße. Sozusagen ein... Bitte? Falschen. Wir sind ein weiter vorne. Das sind nicht wir? Nee, davor, das mit dem kleinen Türmchen, das sind wir. Das sind wir? Nein, dahinter, ja. Davor. Da, rechts. Ja, genau. Da sind wir. Richtig. Das sind wir. Das hier, muss man sagen, ist Replay. Ja? Anständige internationale, wie nennt sich das? Jeansfirma. Ja? Dann haben wir hier noch ganz wichtig einen Harley-Shop. Haben wir das auch? Ja, Harley-Davidson. Der sitzt hier. Ist es richtig? Da. Ja, gut, ein bisschen weiter vorne. Das ist ja schon Neubaugebiet. Da, ja, genau. Ja, ist gar nicht so einfach, sich zu orientieren. Von oben. Richtig, ja. Ja. Aber du bist doch schon mal von oben gelandet. Ja, ich bin einmal von oben gelandet und da habe ich gesagt, gar nicht so einfach, sich von oben zu orientieren. Man sieht es irgendwie und denkt, das ist das, ja. Aber manchmal, wenn Sie Glück haben, fliegt auch das Flugzeug so den Kölner Flughafen an. Und da brauche ich jedes Mal auch ziemlich lange, bis ich das Studio erkenne. Ja, ja, klar. Man orientiert sich, da ist die und die Straße und... Bis man es dann hat, ist es weg. Ist es weg. So, hier zum Beispiel eine junge Eventagentur. Das war jetzt auf Anhieb richtig. Die sitzen hier. Ist das richtig? Ja. Stimmt's? Ja. Ja, die sitzen hier. Und hier das E-Werk mit berühmten Konzerten, zum Beispiel David Bowie. David Bowie spielt hier. So, hier spielt David Bowie. Hier gegenüber ist das Palladium. Da ist auch absolut, wer ist das? Das ist der Sänger von Manowar. Ah. Wie heißt die Band? Manowar oder Manowar? Manowar. Also Kriegsmänner oder was ist das für eine Musik? Man of War. Man Metal. Of War. Heavy Metal. Heavy Metal. Das ist auch ein ganz tolles Spiel, wenn Sie abends hier zum Beispiel bei uns aus dem Studio rauskommen, ja, dann können Sie hier zum Beispiel das Spiel machen, wer gastiert heute wohl im E-Werk oder hier gegenüber im Palladium. Ja. Denn je nachdem, wenn da zum Beispiel füllige Herrschaften stehen mit Lederweste, weiß man, Kabarettabend. Ja. Wenn Herrschaften dastehen, die aussehen wie komplett schwarz angestrichen. Alice Cooper. Genau. Letzte Woche zum Beispiel, wo ich mich frage, wo sind diese Leute tagsüber?
Ja? Komplett 2.000-3.000 Leute, alle gleich angezogen, lange schwarze Ledermäntel und so weiter, ja. Im perfekten Outfit und egal welches Konzert es ist immer das perfekte Aus- und das Allerwichtigste sind für mich Konzerte, wo es Pflicht ist, dass man, wenn man hier die Schanzenstraße entlang kommt, hier vorne von der Straßenbahnhaltestelle, mindestens eine Bierflasche in der Hand hat. Aber natürlich. Ja, was sind das für Konzerte? Punk-Konzerte? Ja, das ist viel Heavy Metal und ja. Viel genauso düster, grufti. Dingskirchen. Da muss sie aber, wenn man die ausgetrunken hat, die Bierflasche auch dringend auf der Straße zerschmeißen. Ja, absolut. Ja. Sonst ist man bürgerlich und wird irgendwann Grünvorsitzender. Ja? Aber Bierflasche in der Hand und auf der Straße zertrümmern, das ist absolut unerlässlich. Hier, das hier ist die Schanzenstraße. Hier kommen sie entlang. So, hier macht ihr die Kurve. Hier zieht Viva hin. Hier kommen sie von der Straßenbahnhaltestelle rein. Das hier ist die Kolbstraße. Genau. Ein Ort, an dem multikulturelles Zusammenleben verwirklicht ist. Ja. Türkische Mitbürger, deutsche Mitbürger. Damit hat sich's. Ja, genau. Ja? Ja? Man kann sagen, also ein kulturelles Zentrum unter türkischen Mitbürgern hier in Köln. Absolut, ja. Ja. Ja, hier zum Beispiel ein türkisches Restaurant. Da vorne. Mevlana, sehr, sehr gut. Ja, warst du schon drin? Ja. Fantastisch. Dann hier, wie heißt das da? Sabah? Saba war ich leider noch nicht drin, ist aber auch sehr gut. Ist, glaube ich, auch fantastisch. Ja. Dann hier Gözem Grill Pizza. Toll. Oh, muss an, ja. So, ja? Ja, ich glaube, da war ich schon im Gözem Grill, ja. Ganz, gefällt mir vom Titel her am besten, das Media Kebabhaus. Ja. Hiervon. Das Media Kebabhaus und FS Grill, kennst du auch schon? FS Grill, ja. Wo gehst du da eigentlich immer hin? Ja, teilweise morgens zum Frühstücken. Wo frühstückst du? Ja, also hole ich mir da sowas, so mit Blätterteig und was drin. Ach so, ich dachte schon Kebab. Nein. Döner? Auch nicht? Nein, so Blätterteig. So was türkisches Süßes, ja? Nein, so Käseröllchen. Ah, nein, Käseröllchen mit Schafskäse. Börek ist doch Käseröllchen. Börek? Ja. Ja, Börek sind, ja, sowas Ähnliches. Ja. Du frühstückst bei einem unserer türkischen Gastronomen hier? Ab und zu, ja. Ja, 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 natürlich, ja. Ich würde auch, habe ich keine Zeit, so. Dann hier, ganz wichtig, wenn Sie sich die Haare schneiden wollen nach dem aktuellen Look, Coiffeur, der ist hier. Sehe ich auch noch abends immer, Hochbetrieb. Hier. Haben wir's? Ist richtig, oder nicht? Hier, ja, ist richtig, ja, genau. Ja, hier ist die Schanzenstraße. Ja, ja. Ja. Hier kommen auch teilweise, das ist neu hier, das wird erst kommen. Das ist alles dieser mittlere Teil, ja. Das ist jetzt noch Brachland und das kommt. Das ist später. Brachland, das gehört der Bahn und das wird ein absolut sensationelles Viertel. Sozusagen die perfekte Kombination aus Arbeiten und Leben. So ist es. Loft, Lounge, Piazza. Piazza. Hotel. Ja. Piazza und ein Hotel. Teiche. Ja, die Piazza, die kommt hier hin. Hier kommt ja, die genau. Piazza. Hier kommt die Piazza. Das ist ganz toll. Da kann man dann mittags sozusagen Lust wandeln. Cafés, Restaurants, Boutiquen, genau. Restaurants. Wir können Ihnen mal ein Foto zeigen, wie hier. Da können Sie zum Beispiel noch vor der Aufzeichnung hier dann spazieren gehen, wie das aussehen soll. So wird das aussehen. Ja. Wir haben uns ein bisschen geärgert, weil man hat unser Studio im Hintergrund weggemogelt. Genau. Ja. Auf diesem Bild. Ja? Wir können Ihnen das mal zeigen, wie das jetzt aussieht. So sieht es jetzt aus. Ja? Und da hinten, hinter diesem Roten. Wo die vier Sat.1-Fahnen sind. Links. Das sind wir. Man sieht es eigentlich nicht, aber man ahnt es. Naja, Gott. Ja? Also man sieht da schon. Sind wir. Und jetzt zeigen wir Ihnen die Planung. So. So wird es in der Planung aussehen. Da man sind wir ahnt weg. Die Atmosphäre jetzt schon. Oder? Aber mediterran ist nicht zu viel gesagt. Nein. Überhaupt nicht. So, und das Entscheidende ist, ach so, hier war früher ein großes Lager der Kaufhalle. Ja. Soweit ich weiß, das zentrale Auslieferungslager für Deutschland, für die Kaufhalle. Da sind jetzt unsere Freunde vom anständigen deutschen Konzern Bayer drin. Was machen die da? Lagern die da Aspirin oder wie? Ja, ich habe gehört, dass in dem Viertel dahinter auch irgendwie Bayer bald auch arbeitet. Und da ist dann so eine Parkhalle für Autos. Aha. Also... Ja, die parken dann da einfach. Wenn die zum Beispiel, wenn die zum Palladium kommen oder so. Ja, oder ja, denn nee. Das muss man ja sagen, wenn zum Beispiel im Palladium die Abteilung Heavy Metal Feierabend hat, halb zwölf Uhr nachts, ja. Ja, dann wird natürlich hier in der Schanzenstraße bei normaler Ampelschaltung zurückgefahren in den Westerwald, in Siegerland, in die Eifel, nach Mönchengladbach. Und dann sieht man einfach vier Herrschaften im Kleinwagen Stop and Go fahren. Und das ist das Fantastische, da ist die Welt noch in Ordnung. Da sitzen bei diesen ganzen Kennzeichen, SU,
BM und so weiter, da sitzen noch vorne zwei Männer und hinten im Anorak zwei Frauen. 20-Jährige vom Heavy-Metal-Konzert sitzen so wie die Eltern. Ja, wie denn auch sonst? Ja, natürlich, wie denn auch sonst? Ja, es gibt noch Orte, wo sozusagen die Werte unumstößlich festgesessen sind. Hier kommt demnächst Kaya Jana mit seiner genau. Show. Wo ist das hier? Das ist hinterm Palladium. Hier? Also so, ja, nee, ein bisschen näher dran. Da. Ja, da, ja, ja. Hier. Ja. So, hier. Und jetzt kommt das Entscheidende. Was ist das hier? Das mache ich auch noch. Ursa Antep. Ja, das gehörte noch zu der deutsch-türkischen Freundschaft in der Kornstraße. Hier, warst du da auch schon? Nein. Nee, hier. So, also das, wenn Sie türkisch schlemmen wollen, ja, in allen Varianten, in allen Preisklassen, in allen Ausrichtungen, hier in der Kolbstraße. Heißt es Kolbstraße? Nein, Kolbstraße. Kolbstraße, sag ich doch. Ja, sag ich doch. Kolbstraße. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Und hier, das muss ich sagen, als großer Renovierungsfan, großartig renoviert von Viva. Ja. Hier zieht Viva ein. Ich glaube davor, oder? Da. Ja. Nein, hier ist, glaube ich, so eine Art Berufsschule. Ja, genau. Da wird man nur aufgenommen, wenn man um 7:30 morgens in einem offenen Anorak weiter nicht rauchen kann. Ja. Das ist die Aufnahme. Das ist die Aufnahmeprüfung. Ja? Ja. Hier wird man, glaube ich, dann umgeschult für Viva. Ja, ja. Ja? Und hier sitzt Viva. Hier hinten sind, glaube ich, 100.000 Quadratmeter Studio. Es geht unglaublich nach hinten raus. Ja, es ist komplett renoviert. Es ist ganz toll gemacht. Hier, das neue Viva-Studio, 100.000 Quadratmeter für 5.000 Quadratmeter Studios. 5.000 Quadratmeter ja. Studio für Clip Forward, Clip Backward. Naja, die ganzen großen Brainpool-Produktionen. Ja, soll da nicht auch eine Rakete starten von diesem Gelände aus? Ja. Diese eine Show, die in 127 Ländern läuft, wie heißt die denn? Space Commander. Ah ja. So, wird das hier starten, glaub, die Rakete? Ich glaube, das wird von da aus gestartet, ja. Ja? Mhm. Die sitzen also hier, Brainpool sozusagen, der größte Konzern innerhalb des Mutterkonzerns, die früher auch unsere Show produziert haben, mit den ganzen Produktionen, TV Total, Elten TV, Lady Kracher, Alles Pocher, Knops, Spätshow. Das wird alles hier gemacht. Das hier sind die Moderatoren. Mola Adebisi. Wie geht's eigentlich Mola Adebisi? Sehr gut wieder. Sehr gut. Sehr gut. Alles wieder toll. Oliver ja. Pocher, Charlotte Roach, Jessica Schwarz. Das hier, das wird alles in diesen Studios gemacht. Genau. 21.000 Quadratmeter Bürofläche haben die. Reicht das denn? Gut, es boomt. Es gibt natürlich kaum eine Sendung, die eingestellt wird. Ja, und die Fernsehbranche expandiert natürlich. Aber 21.000 scheint mir ein bisschen knapp. Wir haben hier 7.000 Quadratmeter. Nein, wir haben 850 Quadratmeter. Was denn? Moment. Wir haben 850 Quadratmeter Bürofläche. Genau. Wir haben ja noch Lagerfläche für Fundus. Wir haben Werkstätten. Wir haben ganze Etagen leer stehen. Ja, ja, richtig. Ja, aber da gehe ich ab und zu mal mittags rein und gucke, ob es sich Echo nicht verändert hat. Ja. Aber 21.000 Quadratmeter, ist das gekauft oder vermietet? Das ist vermietet. Vermietet? Ja. Von einer Betreibergesellschaft mit 6 Gesellschaftern, glaube ich. 8. Mit 8 Gesellschaftern, die diesen Komplex renoviert haben, genau. Die ihn gekauft haben. Ja. Ja. Und dann an Viva vermietet. Genau, was sind 4 das für Millionen Gesellschafter? Euro, bitte. Kennt man die Gesellschafter? Ja, das ist, glaube ich, unter anderem der Besitzer auch hier vom E-Werk und Palladium. Ah. Und auch Jörg Grabosch von Brainpool. Unser Kollege, früher Produzent, genau, ja. der sozusagen das eigene Haus an Viva, also wo er Mitgesellschaft ist, mitvermietet hat. Was er vermietet an sich selber. Er hat an sich selber vermietet, ja. Denn er ist ja auch Content-Vorstand. Genau. Content-Vorstand bei Viva für den Inhalt, für die Entwicklung von Shows, für Lizenzverkauf in die USA, wenn Produktionen in mehreren Ländern, 120 Ländern laufen sollten. Das heißt, Mitgesellschafter und mitvermietet, das heißt, immer der eigene Ansprechpartner auch. Ja, genau. Ja. Man kann sagen, wo gibt's Trouble, kann man helfen, gehen wir hier rüber, so. Das hat eigentlich nur Vorteile. Das, meine Damen und Herren, liebe Investoren, wir können gar nicht sagen, kommen Sie auch hierher, es ist im Grunde alles weg. Ach doch, in diesem, weißt du, wie dieses Neubauviertel heißen wird? Dieses da? Neue Mitte Mülheim. Ach, das ist aber schön. Ja. Ein Begriff, der schon der SPD so viel Erfolg gebracht hat, oder? Das hier wird die neue Mitte Mülheim? Ganz genau.
Das gehört jetzt noch der Bahn. Mit Sicherheit nicht mehr. Ist schon eine Investorengruppe bestimmt gekauft, oder? Ja, also das ist ja das, was du auch vor dir hast, hat ja nicht die Werkstatt gebaut. Das ist ja das Architekturbüro-Gewinnermodell. Ja. Also damit haben die, genau mit diesem Originalmodell, haben die natürlich die Stadt Köln überzeugt und jetzt wird das so gebaut. Fantastisch. Aber natürlich für ein Appel und ein Ei, weil ich glaube, die Bahn hat das einfach so verkauft. Und klar, und man kennt sich, man hilft sich und dann da ist es verkauft. Und hier, und das Tolle ist ja, wahrscheinlich ziehe ich dann auch hier ein. Ja, natürlich. Man wohnt ja dann mit Sichtweite auf den Arbeitsplatz. Du kannst auch immer in das Hotel, da vorne wird dieses Hotel gebaut, da kann man sich irgendwie ständig einquartieren. Hier so kommt Udo es rein. Lindenberg. Bitte? 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 Hier kommt es rein, das Hotel? Hier? Ja, dieser ovale Bau. Das hier? Ja, genau. Ja. Das ist doch eigentlich ideal, auf Gehabstand zum Arbeitsplatz. Absolut. Selbst wenn man keinen Arbeitsplatz mehr hat, ja, kann man ab und zu mal rübergehen und sagen, Mensch, hier hatte ich früher mal, war ich konnte, also habe ich... Dings. Das ist doch absolut irre. Meine Damen und Herren, ich sage es nochmal, Köln-Mülheim, ja, neue Mitte Mülheim. Es sind noch wenige 1000 Quadratmeter Bürofläche frei, aber die sind demnächst weg. Genau. Es brummt dermaßen hier, alles auf privatwirtschaftliche Initiative. Alles ohne staatliche Planung. Und wir dürfen voller Stolz sagen, wir waren die Ersten, die hier waren. Genau. Seit 5 Jahren sind wir im Frühjahr hier. Und freuen uns natürlich, dass so viele andere hier die Straßen renovieren, die Häuser pflastern, wo uns früher, wenn wir zur Arbeit gefahren sind, die alten kaputten Scheiben auf den Kopf gefallen sind. Ja? Finde ich es toll, dass es an der Börse notierte Aktiengesellschaften gibt, die das alles so sagen. Jeden Tag, wenn man kommt, wird es noch schöner und man selber tut gar nichts dazu. Ja, toll. Oder? Ja. Eigentlich wie in der DDR. Genau. Früher. Ja? Man sitzt da als so eine Art Honny, ja, guckt raus, geht ab und zu mal zur Jagd und schießt auf festgebundene Hirsche und freut sich, dass man eines Tages Begrüßungsgeld gibt. Weiter so. Wenn das der Kanzler sieht, weint er. Ja, natürlich. Es geht in Deutschland. Ja, es müssen junge, kreative Menschen rein, die auch schon mal eine Pleite erlebt haben. Verstehst ja. du? Die schon den Börsenkurs um ein Hundertfaches nach unten haben rausgesehen. Aber ein bisschen Optimismus. Jawohl, vorwärts. Ich lade Sie ein, wie unser Superminister sagt, machen Sie alle mit, dann kann es gehen. Das ist Köln, neue Mitte Mülheim. Falls Sie heute noch mit 2 Geldkoffern mit dem Taxifahrer hierher kommen wollen. Mein heutiger Gast ist eine erstklassige Schauspielerin, meine Damen und Herren, unter anderem aus Kinofilmen wie Bandits oder aber mein Lieblingsfilm mit ihr, ausgerechnet Zoe. Heute Abend als Regisseurin das erste Mal bei uns. Herzlich willkommen, Nicolette Krebitz. Du hast ja gleich komplettes Neuland betreten, ja? Viele sagen, wenn ich zum ersten Mal Regie führe, dann mache ich das mit einer großen Produktionsfirma oder ich nehme von irgendwo ein Drehbuch, was einigermaßen sicher scheint. Du hast alles selber auf die Beine gestellt. Ja? Stimmt. Ja? Musste ich auch, weil ich eben kein Drehbuch hatte. Ohne Drehbuch? Mhm, genau. Die Kritiken, die ich gelesen habe, waren irgendwie, man kapiert nicht genau, worum es geht, aber irgendwo ist es toll. Ja. Ist das ganz falsch? Kann man so zusammenfassen. Ja? Mhm. Jeans heißt der Film. Ja. Der läuft in sehr wenigen Kinos, ja. Ja, weil das Ganze halt, wie kriegt man so einen Film ins Kino ohne so einen Verleih? Also wir haben ihn letztes Jahr in Hof gezeigt und dann hat uns der X-Verleih angesprochen, dann hat ihn Tom Tykwer gesehen, fand ihn gut und hat es irgendwie geschafft, den ins Kino zu bringen. Ohne großen Werbeaufwand? Ja, na, wir haben schon so ein bisschen Werbung ja. gemacht, aber wir hatten halt dadurch, dass der Film... weiß ich jetzt nicht, vielleicht 100.000 Mark oder so gekostet ja. hat, alles zusammen, haben wir dann auch nicht gedacht, wir müssten jetzt 1 Million Mark in Werbung stecken oder so. Wäre ein bisschen schwierig vom Verhältnis ja. her. Kannst du als Regisseurin sagen, worum es in dem Film geht? Ja, also es ist jetzt nicht ein Film, der so einen starken Plot hat. Das war die Idee auch, dass wir wollten nicht eine Geschichte wieder machen über einen Koffer mit Kokain, der von A nach B gebracht werden soll und C kommt dazwischen oder so, sondern wir wollten so ein bisschen... das haben in dem Film, was wir immer vermissen. Wir, das sind so Freunde von mir und ich. Besonders Oskar Melzer, der auch der Hauptdarsteller ist. Das sind aber Berufsschauspieler, oder wie? Ja? Nö, teilweise Laien, teilweise Berufsschauspieler. Ja. Oskar war kein Schauspieler, ja. hat er zum ersten Mal gemacht. Und es ging in erster Linie darum, dass die Leute mal so sprechen, wie sie sprechen und nicht so komische Drehbuchsätze sagen müssen die ganze Zeit oder so Sprache, die aus amerikanisch synchronisierten Filmen so entstanden sind, so...
ich habe dir verdammt nochmal gesagt, du sollst verdammt nochmal die verdammte Pistole halten, ja, genau, oder so ein Zeug. Genau, sondern, genau. Ja, wie übersetzt man fucking? Ja, ja, genau. Und ja, wir haben einen Film ohne fucking gemacht, ja, sozusagen. Und das heißt, ihr habt euch morgens getroffen und habt gesagt, was könnten wir heute drehen? Oder wie kam es? Nein, wir haben schon lange darüber geredet, dass wir so irgendeinen Film machen wollen und was da alles drin sein müsste und so ein bisschen gesammelt. Und dann ist Oskar nach Berlin gezogen und hat eine Freundin gesucht, weil Berlin so anders ist als München und so kalt und brutal. Und dann habe ich gesagt, ich stell dir alle meine Freundinnen vor, film dich dabei, wie du sie kennenlernst, und wir machen so einen Dogma-Film. Das hat aber nicht so gut geklappt, weil das alles so doof aussah und so. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich muss irgendwas schreiben, habe die erste Szene geschrieben und habe eine Kamerafrau überzeugen können, die Bella Halben. Und dann haben wir das gedreht und es ist super geworden. Und dann waren wir so im Zugzwang und haben immer weitergemacht. Immer während der Woche geschrieben. Und am Wochenende, als wir uns das Equipment so von anderen Filmen leihen konnten, haben wir gedreht. Und dann ist das irgendwie fertig geworden. Und habt ihr es mit einer Filmkamera gedreht? Nein. Nee, mit so einer DV-Kamera. Also so gehobenes Videoformat, oder wie? Ja? Genau. Ja? Mhm. So, wir schauen uns mal einen Ausschnitt an, dann kann man sich das vielleicht ein bisschen eher vorstellen. Jeans. Lange, blonde Haare. Letzte Woche war sie beim Italiener, als wir essen waren. Da saß sie genau gegenüber. Sie saß da mit Tina. Tina. Kennst du noch? Die beste Freundin von Ursula. Wie, Tina? Ursula? Die mit den langen Haaren? Die hast doch geschlafen, hast du erzählt. Die mit dem Frauenschnurrbart? Nein. Ursula oder die von dem Pralinenladen? Die von Pralinenladen kenne ich doch gar nicht. Ja, die kennst du doch. Kannst dich nur nicht erinnern. Die hast du schon ganz oft gesehen. Die hat so blonde, lange Haare. Die sieht tierisch aus. Ganz tolle Augen. Die Verkäuferin. Ja. Das heißt, da wird aber nichts festgelegt, nächste Hinweisszene. Ich habe dann immer so reingesprochen. Das ist ja das Tolle an DV, dass man immer laufen lassen kann und laufen lassen, ja, kann. Und dann habe ich immer reingesprochen und gesagt, jetzt frag ihn doch mal nach der Frau und nach der Frau. Die wussten, die sollen über Mädchen reden. Ja. Und ich habe denen dann gesagt, da sollen dann immer so Bilder rein. Nicht von den Mädchen, sondern halt nur so von Busen und Po, so wie Männer halt über Mädchen denken. Und, endlich sagt es mal jemand, ja. Ja. Und so wurde das dann immer weiter improvisiert. Wir hatten am Ende so 40 Stunden Material und daraus sind dann anderthalb Best-of sozusagen zusammengekommen. Ja, jetzt fährst du mit dem Film noch zu anderen Festivals? Ja, im Januar sind wir in San Francisco und in Göteborg und dann mal schauen. Das heißt, da werden gezeigt, auch in der Hoffnung, vielleicht den Film dann verkaufen zu können? Oder geht es ja nur um die... Keine Ahnung, ich glaube, damit man mal so zeigt, was in Deutschland noch so los ist. Ja. Ja. Hast du da jetzt sozusagen Geschmack gefunden am Regieführen? Ja, das macht großen Spaß. Ja. Mhm. Würde ich das auch mal reizen, so eine richtig große Produktion, wo dann alles doch, wie man es kennt, abläuft mit Drehbuch, mit großem Stab? Ja, ich glaube, aber ich würde auch da dann versuchen, so ein paar Prinzipien beizubehalten. Also die Leute mal so reden zu lassen oder nicht immer alles so vorgefertigt. Also du kommst rein, du stehst da, er steht da, sondern mehr so gucken, was denn noch mit den jeweiligen Individuen so passieren kann. Wenn man sie einfach improvisieren lässt, genau, ja? Eine Punkband hast du auch gegründet? Ja, wir hatten aber erst 3 Proben. Das ist ziemlich viel für eine Punkband, oder? Ja, das stimmt. Ja? Und treten die auch auf? Ja, wir haben Silvester unseren ersten Auftritt und wissen noch nicht so ganz, wie wir das schaffen sollen. Ja, aber wo ist der dann? Im Adlon oder wo? Nee, auf so einer Party. Privat? Ja. Wie viele Stücke könnt ihr? 3. Wir müssen dann immer wieder die gleichen spielen, weil es gut geht. Ja, sind es eigene Stücke oder nachgespielte? Ein nachgespieltes und 2 eigene. Ja. Und das ist aber nur eine reine Hobbysache, oder? Soll, genau, auch? Mal, ja, sehen. Also, ich drücke dir sehr die Daumen. Jetzt geht es erstmal in Urlaub. Mhm. Ja, wohin? Auf die Seychellen. Ach toll, warst du schon mal da? Nee, noch nie. Du? Nein, jetzt fliegst du? Morgen. Ich habe gehört, das soll jetzt die Jahreszeit sein, wo es ein bisschen regnerisch ist. Ach Quatsch. Ja, ist nicht so? Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich eine falsche Information. Ja. Ist im Indischen Ozean, oder? Ja, genau. Ja, habe ich gehört, aber wahrscheinlich die andere Ecke. Ja. Der ist ja groß. Ja, das stimmt. Ja? Also, ich sage es mal, der Film heißt Jeans, meine Damen und Herren. Wenn Sie irgendwo ein Kino in Ihrer Nähe haben, wo dieser Film läuft, Regie und Idee Nicolette Grebitz. Viel Spaß im Urlaub. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Dir, mein Lieber. Tschüss. Nicolette Grebitz, meine Damen und Herren. Dankeschön, gute Nacht.